Legen wir mit unserem Video los, Robert. Hi Leute, wir sind auf Sendung. Es gibt ganz, ganz coole News. Und zwar haben Robert Gorgos und ich einen neuen Trainingsplan draußen am Start. Titel: Erhöhe deine Grundlage und verbessere deine aerobe Kapazität. Ist ein dreimonatiger Plan und sicherlich sehr, sehr cool vom Timing her jetzt bezüglich der ja, Corona-Zeit. Es scheint sich ja ab Herbst ein bisschen zu entspannen. Einige Rennen wurden schon auf den September, Oktober gelegt. Und mit dem Robert wollte ich jetzt in dem Video den Plan ja, mal besprechen. Was ist da drin? Für wen ist er geeignet? Wie viele Stunden ungefähr kannst du trainieren? Wie ist der Plan grundsätzlich aufgebaut von der Intensität her etc.? Denn der Robert ist ja nicht nur ja, Ernährungsberater, auch unter anderem für Profis, sondern auch hat die A-Lizenz inne vom WDR. Wie lange hast du das schon quasi auf deiner Fahne stehen? Ja, erstmal hallo zusammen. Ja. Freut mich, dass wir das zusammen machen können. A-Trainer bin ich jetzt im 5. Jahr. Okay. Habe lange gearbeitet im Verband, also im Bayerischen Radsportverband, Ja. mit Jugendlichen im Mountainbike und habe das 10 Jahre gemacht und irgendwann wirst du vorgeschlagen vom Verband zur A-Trainer-Lizenz. Und dann ist das eine sehr umfangreiche und gar nicht so leichte Ausbildung im Rückblick gesehen. Ja, ich habe neulich mit einem, der ist noch ganz am Anfang seiner Trainerlaufbahn, der Johannes Fröhlinger, ehemals Team Sunweb, und der macht gerade seine C-Lizenz, oder? Das ist quasi die Genau. Anfang. Erst C, B Genau, und also dann man beginnt mit dem Übungsleiter, das ist so sportübergreifend, und A. dann geht man im Verband, das ist bei uns hier an der Sportschule in Oberhaching, mit C und dann B. Und dann muss man mindestens 2 Jahre im Verband arbeiten, primär in der Nachwuchsarbeit. Und dann kann man, wenn man möchte, den A-Trainer machen. Und das Okay. ist dann in Frankfurt sozusagen zentral. Okay. In der Otto-Fleck-Schneise. Ja, Vier, genau. hab ich mir gut gemerkt. Weißt du, wo der DFB ist? Sind die auch da, die Ecke? Otto-Fleck-Schneise? Gleich daneben, ja, Ja, gleich genau. daneben. Hatte ich immer noch im Hinterkopf. Okay. Dann sag doch mal in zwei, drei Sätzen grundsätzlich, was ist die Idee vom Trainingsplan? 3 Monate, erhöhe deine Grundlage, verbessere deine aerobe Kapazität. Was war so deine Intention? Ja, also ich habe mir am Anfang die Frage gestellt, wie setze ich das auf? Und ich erinnere mich da immer an die Worte eines alten Jugendtrainers. Also ich mache den Sport jetzt auch schon sehr lange. Und der hat mir immer versucht zu erklären, gehst du Rad fahren, dann geh einfach fahren und hab Spaß und mach irgendwas. Oder gehst du trainieren? Also willst du was Bestimmtes verbessern? Dann hast du eine gewisse Vorgabe, sprich, wie lange fahre ich, wann fahre ich das, in welchem Bereich fahre ich das. Und das ist eigentlich so die Grundidee des Plans. Das heißt, jeder Tag hat einen gewissen Sinn, jeder Tag hat ein gewisses Ziel und das versuche ich möglichst effizient umzusetzen. Und in dem Fall geht es einfach darum, die aerobe Kapazität zu verbessern, sprich, wir versuchen, den Körper effizienter zu machen, mit Sauerstoff Energie zu erzeugen. Also wir fahren sowohl hochintensive Sachen, wo es also um die Verbesserung der individuellen maximalen Sauerstoffaufnahme geht, also der sogenannten VO2 Max. Und wir fahren aber auch ruhige oder betont sehr ruhige, lange Einheiten, um den Fettstoffwechsel zu verbessern und somit eigentlich die zwei zentralen Elemente einer Leistungsfähigkeit, die zum Beispiel für einen Radmarathon wichtig sind oder grundsätzlich für jeden Radsportler wichtig sind, ja, zu reizen oder zu trainieren. Und das Genau. ist die Grundidee des Trainings. Also geht so in gewisser Weise in Richtung Polarized, wobei ich auch ein paar Schwelleneinheiten drin habe, weil das eigentlich immer wie sagt man so schön, Butter und Brot. Also das muss man einfach können, wenn man beispielsweise einen Radmarathon. Am Anstieg ist man etwa im Schwellenbereich und das muss der Körper kennen und können, um auch da Leistung zu bringen. Und Kannst du das ist so die dem, Grundidee ja? des Trainingsplans. Kannst du dem Zuhörer, Zuschauer, der sich mit diesen Fachbegriffen nicht so ganz auskennt, kurz beschreiben, was bedeutet polarized?
Also polarisiertes Training heißt, man trainiert an den Enden der Leistungsfähigkeit, also sowohl im sehr ruhigen Bereich, also wenn man jetzt das in gefühlt beschreiben würde, würde ich sagen, extrem locker. Also es sollte eine Einheit sein, wenn ich jetzt zum Beispiel 3 Stunden im sogenannten Fettstoffwechselbereich unterwegs bin oder im unteren GA1-Bereich, dann sollte ich heimkommen und das Gefühl haben, ich habe was gemacht, aber ich bin nicht müde. Das ist so ein ganz ruhiges Training. Und VO2 Max ist sozusagen auf der anderen Skala der Leistungsfähigkeit. Also das sollte sehr fordernd sein, aber auch so gesteuert, dass ich, also zum Beispielsweise, wenn ich 3x3 Minuten VO2 Max fahre, dann sollte auch ein viertes oder fünftes Intervall theoretisch noch möglich sein. Also sollte nicht in den anaeroben Bereich gehen, also wo ich sehr, sehr viel Laktat produziere, also der Muskel schnell und stark übersäuert, sondern ein Bereich sein, wo ich also, wie gesagt, noch 1 bis 2 Intervalle fahren könnte, aber dann höre ich auf. Also es sollte ein sehr, sehr forderndes Training sein. Also man trainiert an den, sozusagen im oberen Bereich, wo es sehr fordernd ist, und im niedrigintensiven Bereich, wo es eben kaum fordernd ist, und verbessert dadurch ja die entscheidenden Stoffwechselbereiche, die ich brauche, um schnell Rad zu fahren. Frage von mir, wann ist der Trainingsplan im Prinzip zeitlich geeignet umzusetzen? Grundsätzlich verstehe ich das, Grundlage erhöhen und die aerobe Kapazität zu verbessern, ist natürlich im ganzen Jahr immer sinnvoll, aber gibt es so bestimmte Zeiten, wo du sagst, ja, da macht dieser 3-Monats-Plan vor allem Sinn? Ja, also ich würde es jetzt nicht in der Wettkampfperiode machen. Also wenn ich jetzt jede Woche oder alle 2 Wochen dann zum Beispiel einen Radmarathon fahre, ist das zu intensiv. Das heißt, da müsste ich das genau planen, müsste die Wochen so legen, dass das passt. Also da würde ich es eher nicht empfehlen. Aber in der Phase davor, also beispielsweise jetzt, wo ich also schon eine gewisse Anzahl an Kilometer in den Beinen habe, also wo eine gewisse Grundfitness vorhanden ist, dann würde ich dieses Training, also diese 3 Monate sehen. Also beispielsweise in einem klassischen Trainingsjahr, wenn ich also über den Winter mich allgemein fit halte, dann könnte man sagen, dann beginne ich zum Beispiel im Februar oder März mit diesem 3-Monats-Plan und fahre ab Mai, Juni eben meine Rennen. Und dann passt es ganz gut. Man könnte natürlich zwischen diesen 3 Monaten und dem ersten Rennen noch so eine spezielle Wettkampfvorbereitung fahren, wenn also der erste Hauptwettkampf schon sehr zeitig kommt. Aber in der Regel sind ja die Hauptwettkämpfe eher so Richtung Herbst oder bei vielen eher Richtung Herbst. Und von dem her sehe ich das so im Frühjahr oder jetzt unter den speziellen Voraussetzungen eben gerade jetzt. Wir nehmen das Video quasi in der ersten Junohälfte, 8.6. ist heute, auf. Das heißt, das Video soll jetzt die nächsten Tage auch live gehen. Gehen wir davon aus, Anfang Juli, Anfang August, Anfang September wären dann quasi diese 3 Monate oder bis Mitte September. Und dann kommen ja auch schon, sind ein paar Rennen, sofern Corona etc. das ermöglicht, die dafür terminiert sind. Eifel 205 fällt mir gerade ein. Der Kufsteiner geht an den Start. Das heißt, würde sicher grundsätzlich von den 3 Monaten ausgehen. Okay, Genau. gut. Und wenn ihr das Video natürlich jetzt zu einem späteren Zeitpunkt seht, dann entsprechend, wie Robert das gerade schon skizziert hat, am Anfang des Jahres zum Beispiel. Okay. Oder wann immer ihr, vielleicht habt ihr auch andere zeitliche Abfolgen, wann immer ihr im Prinzip natürlich eure Grundlage verbessern möchtet. Was ich jetzt vielleicht noch dazu, was ich jetzt eher nicht machen würde, wenn ich jetzt 2 Monate nichts gemacht habe, sofort mit diesem Plan beginnen. Also ich Das glaube, das ist. wäre jetzt eine Frage von mir. Ja. Wenn man quasi sich den Plan jetzt hier bestellt und dann auch loslegen will, mit dem Training, was sollte man denn im Prinzip vorher gemacht haben? 1, 2 Monate vielleicht vorher. Ja, also wie ich vorhin schon angesprochen habe, so eine gewisse Grundfitness sollte vorhanden sein. Also so eine, wir nennen es im Trainerjargon, so diese allgemeine Vorbereitungsperiode, die sollte eigentlich schon ja vorgestellt sein oder vorangestellt sein, um einfach eine gewisse Grundfitness zu haben. Ich glaube nicht, dass es empfehlenswert ist, wenn ich jetzt
wirklich lange eine Pause gemacht habe, sofort mit VO2 Max-Intervallen zu beginnen. Das halte ich für zu fordernd und könnte dann auch resultieren in Problemen mit Muskulatur oder Knie. Grundsätzlich vom Stoffwechsel ist es möglich. Ich würde aber trotzdem so eine gewisse Trainingsphase davor, zum Beispiel mit eher ruhigen, längeren Einheiten oder allgemeiner Athletik, mit Läufen zum Beispiel auch sehen, um sozusagen mit einer gewissen Fitness in diesen Plan zu starten. Okay, schauen wir mal ganz kurz auf die zeitlichen Umfänge des Plans. Abgesehen von den Ruhewochen, die in der vierten Woche immer eines jeden Monats stattfinden, hat der Plan ein Volumen von, eine Range von circa 9 Stunden bis 12 Stunden. Das ist so das zeitliche Trainingsvolumen, das wir hier haben. Ja, wie flexibel kann denn der Athlet, der Teilnehmer, wenn er vielleicht in der Woche nur 7 oder 8 Stunden bereitstellen kann, das dann handhaben, wenn jetzt zum Beispiel 10 Stunden draufstehen würden? Ja, also grundsätzlich ist natürlich eine gewisse Dauer an Training für die aerobe Verbesserung oder die Grundlagenausdauer und die aerobe Kapazität wichtig, weil einfach die Menge an Sauerstoff mehr ist, je mehr ich fahre, ist eine ganz, also ganz banal. Aber natürlich sollte ich immer nach den individuellen Möglichkeiten und Voraussetzungen gehen. Und ich würde dann in dem Fall beispielsweise, wenn jetzt 3 Serien von Intervallen vorgesehen sind, vielleicht nur 2 fahren und zum Beispiel bei den 3 bis 4-stündigen Einheiten vielleicht nur 2 bis 3 fahren. Also schon die Grundelemente beibehalten, aber zum Beispiel dann eine Intervallserie weniger oder in der Gesamtdauer einer ruhigen Einheit etwas weniger fahren. Oder wenn zum Beispiel eine Vorgabe ist, 30 Minuten warm fahren, wenn ich das aber auf dem Ergometer fahre, dann reichen 15 Minuten auch aus. Also dann kann ich das so ein bisschen kürzen und habe eigentlich den gleichen Effekt oder einen ähnlichen Effekt. Sehr gut. Eine Frage, die wir oft bekommen, auch der Philipp und ich, ich reiche sie jetzt auch mal an dich weiter, braucht man dafür ein Powermeter für diesen Trainingsplan? Ja und nein. Also ich würde es empfehlen, weil ich natürlich unabhängig von den Voraussetzungen, wenn ich im Freien fahre, natürlich das Training sehr exakt steuern kann. Also ich verliere ja zum Beispiel im Gegenwind oder am Anstieg gerne mal das Gefühl für eine Belastung. Das habe ich natürlich über den Powermeter immer gleich. Und auf der anderen Seite sehe ich natürlich irgendwo eine Veränderung. Das heißt, wie fühlen sich die 360 Watt im ersten Trainingsblock an und wie fühlen sie sich im dritten Monat an? Ich habe darüber hinaus natürlich auch eine relativ genaue Berechnung der Trainingsbelastung, also dieses TSS, Training Stress Score. Ich halte es für wichtig, mit Powermeter zu trainieren, zumal zum Beispiel bei Kurzintervallen, also diesen HIIT-Intervallen wie 40, 20 oder so, die Steuerung über Gefühl oder Herzfrequenz sehr viel Erfahrung braucht und das natürlich über den Powermeter relativ, ja, oder sehr genau ist. Okay, sehr gut. Also lieber das Geld in einen Powermeter investieren, als in einen Satz neue Laufräder. Das bringt in Summe oder am Ende natürlich für die Leistung vermutlich deutlich mehr. Okay. Eine Frage noch, die du auch noch ganz kurz thematisieren möchtest, war, wie organisiere ich meinen Alltag? Kannst du da noch mal was zu sagen mit dem Plan? Ja, also ich habe natürlich bewusst die längeren Einheiten aufs Wochenende gelegt. Das könnte man aber auch umstellen, wenn man jetzt beispielsweise Familienvater ist und am Wochenende eben weniger Zeit hat, könnte man die längeren Einheiten natürlich auch verschieben an einen Tag oder an 2 Tage, wo ich eben mehr Zeit habe. Was ich damit auch meine, ist, wenn ich natürlich einen sehr stressigen Tag gehabt habe, beispielsweise durch Belastungen im Beruf oder Familie, und dann aber hochintensive Intervalle geplant sind, dann sollte ich natürlich so, ja, ein Körpergefühl haben, und wenn ich mich auch entsprechend schlecht fühle,
dass ich eben die Intervalle dann zum Beispiel nicht fahre oder auf den nächsten Tag schiebe, wo ich mich besser fühle. Also ich muss immer schauen, was gibt mein Körper überhaupt her? Und da gehört jetzt nicht nur der körperliche, sondern auch so in gewisser Weise der Gefühls- oder psychische Aspekt dazu. Und es macht keinen Sinn, an einem Tag, wo ich völlig gerädert bin, noch intensiv zu trainieren. Also da ist weniger dann tatsächlich mehr. Und da muss ich so viel Körpergefühl haben, wo ich sage, ich halte mich jetzt nicht an den Plan, sondern ja, improvisiere eben oder mache es anders, weil mein Körper das nicht hergibt. Genauso, wenn ich merke, wenn ich mich eigentlich gut fühle und nach der ersten Intervallserie sich der Körper ganz mies fühlt, vielleicht dann noch die zweite beginne und es wird nicht besser. Häufig braucht man ja so die erste Serie, um warm zu werden, und dann in der zweiten Serie fühlt man sich sehr gut. Aber wenn das in der zweiten Serie auch noch nicht der Fall ist, dann spricht alles dafür, das Training sozusagen oder das intensive Training abzubrechen und einfach locker zu fahren, nach Gefühl zu fahren und das Training eben nicht durchzuziehen nach Plan. Das ist ja eigentlich die Kunst, also ich trainiere nicht den Plan ab, sondern ich versuche besser zu werden. Und da gehören natürlich alle Aspekte dazu, die mir mein Körper ja auch verrät. Okay, jetzt kommt noch die Kirsche quasi auf der Sahnetorte. Der Robert hat bei einzelnen Einheiten, bei Kerneinheiten auch gerne mal Rezepte reingepackt, wie ihr euch an dem Tag ernähren könnt. Finde ich persönlich sehr, sehr cool. Das heißt, da sind schon so Elemente von unserer Matrix der sogenannten mit drin. Da haben wir ja ein Konzept mal auch aufgezogen, wo ihr passend zu euren Trainings der jeweiligen Tage intensiv, lockeres Training, konkrete Rezeptvorschläge vom Robert bekommt. Und hier sind auch einzelne Elemente in dem Trainingsplan mit inklusive. Ja, finde ich sehr, sehr cool. Wie gesagt, wenn man eine komplette quasi Anleitung auch haben möchte, wie man sich ernähren kann zu seinem Plan, empfehle ich wärmstens die 75 Rezepte vom Robert sich nochmal dazu zu bestellen. Dann habt ihr wirklich ein rundes Paket. Ja, bleibt noch was zu sagen. Naja, vielleicht nochmal zu der Ernährungsgeschichte. Also die Ja. Idee ist natürlich, das Training natürlich irgendwo zu unterstützen über die Ernährung. Das heißt, als Beispiel, wenn ich VO2 Max-Intervalle fahren will, dann ist es natürlich eine gute Idee, wenn die Glykogenspeicher voll sind. Weil genau das will ich ja auch trainieren. Ich will ja dem Körper beibringen, mit dem Laktat umzugehen. Wenn natürlich wenig Reserve an Glykogen im Körper ist, wird auch das Laktat nicht entsprechend gebildet oder kann nicht entsprechend gebildet werden, dann lernt der Körper das nicht. Genauso ist es natürlich möglich, wenn ich ganz locker fahre, wenn ich davor aber beispielsweise was extrem Zuckerhaltiges esse, dann dient das nicht zwingend der Einheit. Von dem her hängen also beide Stoffwechsel, also diese Enden des Stoffwechsels, also dieses polarisiert, auch ein Stück weit mit der Ernährung zusammen. Trotzdem muss man dazu sagen, also das Training ist intensiv, und man sollte natürlich schon schauen, dass man sich kohlenhydratreich generell ernährt, um einfach die Erholung sicherzustellen und sozusagen sich nicht leer zu fahren. Wie gesagt, bei einzelnen Einheiten kann man mit vorentleerten Speichern beginnen, aber vor allem für die intensiven Sachen ist es natürlich wichtig, dass ich gut gefüllte Glykogenspeicher habe. Okay, gut. Ich hätte dann eigentlich keine Frage mehr. Alle Links zum Plan findet ihr unter dem Video, auf dem Blog oder bei YouTube. Und ja, klingt für mich nach einem sehr, sehr coolen Ding. Ihr bekommt auch, wenn ihr Fragen habt Kunden quasi des Plans seid, dann bekommt ihr in unserer privaten Community mit dem Robert. Die Links sind dann auch bei der Bestellung danach dabei. Könnt ihr eure Fragen quasi beantwortet bekommen? Ja, alles drin und sehr, sehr cool. Gas geben. Also, ja, ich finde es geil, dass jetzt sich so ein bisschen das mit Corona offensichtlich so ein bisschen entspannt, sage ich jetzt mal. Unter natürlich den gesetzlichen Vorgaben. Und wenn es dann wirklich im Herbst die Rennen gibt oder die Radmarathons, dann hat man hiermit zumindest eine sehr, sehr gute
Anleitung, wie man sich damit dann auch fit machen kann. Also wie gesagt, also ich kann es empfehlen. Das ist ein, denke ich, durchdachter Plan. Ja. Wie gesagt, immer individuell nach Tagesgefühl und Tagesrhythmus anzupassen. Aber die Grundelemente machen sicher Sinn. Und ich glaube nicht, dass man sich durch den Plan irgendwie in den Keller fahren kann, was ja manchmal passieren kann, wenn man auf seine Körpersignale achtet. Und natürlich ist eine Verbesserung das Ziel und sollte auch mit Hilfe des Plans gut möglich sein. Alles klar. Gut, Leute, dann wie gesagt, alle Links zum Plan unterm Video. Gebt Gas mit uns und würde mich freuen, wenn ihr dann an Bord kommt. Und danke dir, Robert, für die Zeit. Vielen Dank auch. Und bis zum nächsten Video, gell? Bis dann. Servus für dich, ciao.